Ja, schönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Secret of Evermore. Ja, wir haben hier im Hotel von Assitopia geschlafen, haben uns geheilt und Reinigungsprogramm aktiviert, Verunreiniger werden terminiert. Ja, also hier sind natürlich unsere Gesprächspartner fast alles nur irgendwelche Androiden und Roboter. Blau, grün, blau. Blau, grün, blau. Ja, jetzt denkt ihr euch, was bedeutet blau, grün, blau? Man muss hier so ein bisschen drauf achten, was hier die einzelnen Roboter sagen. Die helfen uns nämlich. Das sind alles wertvolle Tipps, um hier, sage ich mal, weiterzukommen. Und je nachdem, wo ich jetzt rausgehe, Leute, komme ich entweder in der B-Reihe oder in der C-Reihe raus. Und es gilt das alte Spiel. Ich gehe nach oben, schaue, wo ich überhaupt hin kann und zerstöre natürlich hier diese Barrieren. Ja, weil ohne die komme ich halt, also mit denen, wenn sie aktiv sind, komme ich halt nicht weiter. Ne? Und wir können diesen epischen, 1569, ja. Also ihr merkt schon, das ist richtig krass. Was der hier leistet, der Hund, ist unglaublich. Ja? Es ist natürlich, wie gesagt, gut, es wäre gut, wenn man möglichst viele davon schon jetzt, sage ich mal, zerstört. Oh, nee. In dem Fall doch nicht. In dem Fall vielleicht eher hier oben. Hier unten. Weil sonst, wie gesagt, der Held drauf geht. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Und man bekommt auch jedes Mal Kreditkarten, wenn man die hier tötet. Also es lohnt sich auch. Ja, aber wo ist Professor Igor Seltsam, den wir ganz am Anfang unseres Abenteuers kennengelernt haben? Wie kommen wir zu ihm? Ja, Leute, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welcher Schacht es ist, der mich hier zu ihm bringt. Vielleicht ist es sogar hier der C2, um ehrlich zu sein. Können wir ja gleich mal testen. Auf jeden Fall mache ich das Ganze auch, um mich schön zu leveln. Denn so 300 KP will ich schon mindestens haben. Alles andere wird dann auch kritisch beim Bosskampf. Ja, und wenn ihr euch denkt, Mensch, ich kann doch gar nicht mehr zurück nach Evermore. Doch, ihr habt nochmal eine Gelegenheit, zurück nach Evermore zu gehen. Boah. Aber das dauert noch ein kleines bisschen. Nicht mehr so lange, aber noch ein kleines bisschen. Wir müssen nämlich mit Professor Igor Seltsam sprechen. Ja. Und bis dahin müssen wir hier Aufraumarbeit leisten. Ja, wir haben 1000 Kreditkarten bekommen, was sehr gut ist. Und wie gesagt, ich versuche hier möglichst all diese Barrieren zu zerstören. Mit einem gezielten Schuss ist das überhaupt kein Problem. So, und down. Ja, gehen wir vielleicht mal hier in C2 rein, mal sehen, was wir hier finden. Ja, ihr merkt schon, in jeder Welt gibt es viele Secrets und hier halt eben durch die vielen Gänge. Ja, wir sind hier auch in einem wichtigen Raum, Leute. Jetzt stellt ihr euch aber die Frage, was muss ich denn hier machen? Sollte ich diesen Schalter betätigen? Ja, solltet ihr, denn ihr seht, da ist irgendwie was Warmes, Heißes am Laufen. Und so schalte ich quasi die Kühlung ein und ihr seht, die Hitze geht da weg. Ja, also wir müssen in diesen Raum, definitiv, um überhaupt weiterzukommen. Ja, und Flattermann könnte jetzt wieder da sein. Aber eben nicht mehr derjenige, der die Barriere verspürt. Und das ist ganz gut. Ne, der ist inaktiv. Und aufpassen. 1727 haben wir an Schaden gemacht. Da sollte dann nochmal, ja, ein Speer eigentlich ausreichen. Ach Mist, der war nicht im... Naja, aber Hundi hat geregelt. Ihr seht schon, Hundi regelt. Ja, und jetzt müssen wir nach C1 rein. Also ich versuche natürlich jetzt erstmal, klar, zu Professor Igor Seltsam zu kommen. Oh nein! Ach man, man muss immer auf die Animation warten, bis die vorbei ist. Ah ja, das war bei den alten Spielen so. Da reicht manchmal eine Millisekunde aus. Und du kommst nicht weiter. Ja, jetzt denkt euch, wie komme ich denn hin? Ja, so halt. Ne? Also, ihr müsst gucken, wo sind hier halt die Heizungen aus. Das ist hier. Und da kommst du dann halt durch. Anders geht's nicht.
ne? Anders geht's auch nicht. Ja, und jetzt denkt ihr euch, wozu denn das? Ja, erstmal, was ist denn hier drin? Den Lampenschirm. Ja, jetzt denkt ihr euch, was will ich mit dem Lampenschirm? Der Lampenschirm ist ein ziemlich geiler Helm. Und der gibt mir hier 117 Verteidigung. Dann ziehe ich den natürlich auch gerne an, ist ja klar. Dann gehe ich hier weiter. Komme zu D1 und gehe mal vorsichtshalber mit dem Hund hoch, weil ich jetzt nicht... Nein, genau das wollte ich wissen. Ist hier wieder so ein Flattermann. Und ihr seht schon, der D-Bereich ist abgetrennt von den restlichen Bereichen. So. Und das bedeutet, dass wir auch eben nur wieder über diesen Weg zurückgelangen können. Das darf man dann auch nicht vergessen. Und wir werden noch einmal, mindestens noch einmal, ganz zurück zum Anfang gehen müssen. Was ich auch ein bisschen, ja, nervig finde in dieser Welt. Also ich finde generell es sehr schade, dass die letzte Welt zu kurz geraten ist. Ja, die hat einige coole Neuerungen, wie zum Beispiel der Hund. Ja, und viele starke Gegner. Und ja, viele interessante Dinge an sich, aber es wirkt alles so ein bisschen zu gestaucht und ein bisschen zu übertrieben. Ja. Also, dass jetzt jedes Mal hier quasi so ein Bastard in der Nähe ist und mich am Fortkommen hindert, finde ich dann auch irgendwann nach einer gewissen Zeit nicht mehr so prickelnd. Das hat mich immer sehr gestört an der vierten Welt. Ich hätte aber gerade auch mir so gedacht, dass die vierte Welt mehr oder weniger sich am besten dazu eignet. Um, sag ich mal, sich gut, also um gut ausgebaut zu werden. Gerade die letzte Welt, finde ich, weil die so kurz ist im Vergleich zum Rest. So, und dann muss ich hier mal mit Struppi kontrollieren, ob dahinter wieder was denn ist. Nein, ist er nicht. Gut, dann können wir den hier schon mal eliminieren. Ja. Ach komm. Down mit dir. Und dann gehen wir mal zu D3. Mal gucken, was hier ist. Manchmal muss man so ein bisschen warten. Ja, und hier sind wir in einem ganz miesen Raum. Diese Propeller sind saustark. Und jetzt erstmal gucken, was... Ja, was kann ich hier machen? Also... Kontrollzentrum wird hier gesagt, ja? Und gibt den dreifarbigen Sicherheitscode ein, um den Alarm zu entsichern. Ganz wichtig. Blau, grün, blau haben sie gesagt, ja? Erste Farbe ist blau, zweite ist grün und die dritte ist auch blau. Und es hat geklappt, ja? So, dann schauen wir mal, was hier ist. Treibhaus. Treibhausbeleuchtung ein oder aus. Leute, unbedingt auf ausgehen. Warum? Weil diese Fuchteln da, diese Pflanzen, nicht die normalen Dschungelpflanzen sind, die wir aus der prähistorischen Welt kennen. Alles ist hier hochgezüchtet auf in Assetopia, quasi für den letzten Weltkrieg, für Armageddon, ja? Und deswegen unbedingt ausmachen, weil sobald dich eine packt, kriegst du 999 Schaden, das heißt, du wirst ge-one-hitted. Unbedingt auf ausgehen, sonst kommst du da nicht weiter im Treibhaus und du musst da durchgehen. Dann hier schauen. Lagerhalle. Lagerhallenbeleuchtung an, aus. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich war nie in der Lagerhalle, oder? Da gehe ich aber auf an. Ja, da gehe ich mal auf an. Ja, und das war ein ganz, ganz wichtiger Raum, Leute. Ja, muss man ganz klar dazu sagen. So, und jetzt gehe ich wieder nach oben. Und versuche jetzt aber Bastet hier nochmal zu killen. Der muss auf jeden Fall weg. Genau, der, bevor ich es vergesse, ich als Held sollte auf jeden Fall mir nochmal was gönnen. Was könnte ich mir denn hier gönnen? Krafthauch, klar. Ich habe keine Lust, dass ich down gehe, deswegen. Und noch einmal den Krafthauch. Und der ist auch endlich auf Level 3. Jetzt taugt er wenigstens was. So. Thank you.
Und ihr merkt schon, das ist sehr, sehr schwierig hier. Alter, 1924 Schaden und trotzdem. Und endlich bin ich auch mal ein bisschen hochgelevelt. Wenigstens ein bisschen. Ja, also hier die Welt ist auf jeden Fall nichts für Weicheier. Das kann man schon mal so sagen. Gut, dass man die wenigstens nur einmal hier eliminieren muss. Viecher. Boah, und er hat zweimal draufgeballert. Der Hund ist Spitzenklasse. D4 ist der letzte und ich glaube, hier gelangen wir zu Professor Igor Seltzer. Hier gibt es aber natürlich noch ein paar Waffen zu finden und da müssen wir genau schauen, dass wir die auch finden. So. Wow, sauber Hundi, du bist der Beste. Ach, hier ist die Lagerhalle. Gut. Den Karma-Ring gefunden. Super. Ich war hier, glaube ich, noch nie drin. Ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist jetzt im Let's Play zum ersten Mal, dass ich überhaupt in diesem Raum bin. Von daher auch was Neues für mich. Toll. Der Karma-Ring. Wow, der ist auch besser. Auch deutlich besser. Dann nehmen wir den. Dann hier schauen. 30 Plasma-Raketen nehme ich auch nochmal gerne. Kann man für den letzten Boss gebrauchen. Und 3 Mondsteine. Ja, und was haben wir hier? 30 Donnergranaten, sauber. Honig, davon haben wir genug. 2 Eicheln. 4-mal Trockeneis. Gibt es nicht sonst noch was zu holen? Irgendwas? Was sagen hier die Roboter? Sagen die überhaupt was? Oder sind die. Oh, Scheiße, das sind Gegner. Oh, in dem Fall sind es sogar Gegner. Ja, dann müssen wir die mal hier mal eliminieren. Ach, hat wieder nicht geklappt. Aber Hundi regelt. Ja, Hundi ist super stark hier. Der ist mega. Ja, auch schön, dass ich auch wieder was komplett Neues hier finde. Ach, guck mal, Vulgor ist jetzt in grün. Also es sollte noch eine stärkere Form von Vulgor quasi auf den Markt gebracht werden. Nee, lasst mal. Lasst mal. Ja, geil, dass ich auch was Neues hier finde in dem Let's Play. Finde ich schön. Ja, man, es gibt Dinge, die werden dir natürlich auch so nicht hundertprozentig gesagt im Spieleberater. Also im Spieleberater werden dir wirklich nur die allerwichtigsten Dinge gesagt und so offensichtliche Secrets erklärt. Aber so die aller kleinsten Dinge auf keinen Fall. Den roten haben wir ja besiegt, den grünen haben wir nicht kennengelernt. Gott sei Dank, weil der blaue, der war natürlich auch schon Gorwul. Ja. Ja, Leute, der Part wird sonst zu lang, von daher würde ich sagen, ich mache hier auch mal einen Cut. Und wir erkunden Assetopia auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Bis dahin.